Hallöchen, liebe Bastelfreunde, und herzlich willkommen hier zur nächsten Heftvorstellung oder Heftzeigen für die Warhammer Stormbringer neu erschienene Sammelserie hier vom Verlag Gaststätt, und zwar heute mit den Ausgaben 4 bis Nummer 7. Und ja, wir bekommen auf jeden Fall zahlreiche Farben, leider noch keinen Pinsel, aber ich denke mal, einen kleinen Pinsel oder was, den kann man sich aus jedem Bastelladen oder Zeitschriftenladen. Bastel- oder so Schreibwarenzubehörladen kann man sich ja schon mal einen kleinen Pinsel kaufen, und dann könnt ihr nämlich hier schon mal direkt loslegen mit den ersten Farben. Und durch das jetzt hier natürlich, welche dabei sind, wird jetzt hier in der Ausgabe 4 vielleicht sogar schon die erste Maleinleitung drin sein. Zeige ich euch gleich nochmal in der Nahaufnahme, vielleicht nochmal ein paar Tipps dazu, bevor ihr anfangt mit dem ersten Bemalen. Gibt es hier nochmal ein paar Sachen zu beachten oder beziehungsweise die ihr natürlich noch vorher machen solltet. Und genau, dann schauen wir uns an, was noch in den nächsten drei Heften drin liegt. Also insgesamt 4 Hefte zeige ich euch heute, nämlich bis Ausgabe Nummer 7. Und ja, ihr lasst gerne ein kostenloses Abonnement hier auf dem Kanal da. Über einen Daumen nach oben und einen Kommentar würde ich mich natürlich sehr freuen. So, Ausgabe 4, und ich sehe gerade, da ist sogar schon ein Pinsel dabei. Super. Perfekt, dann könntet ihr theoretisch jetzt ja eigentlich anfangen mit malen. So, also wir bekommen hier einmal die Farben Oruk Flash, dann Base Lead Belcher, das ist so ein Metallic Ton, dann Kentor Blue, das ist einmal die blaue Basisfarbe für die ganzen Figuren, und dann nochmal eine Basic Farbe Retributo Armor, das ist quasi der Goldfarbton für die ganzen Rüstungsteile. So, und da schauen wir mal kurz rein. Ich muss, glaube ich, hier nochmal ein Stück weggehen, dass wir das Heft im Ganzen drauf kriegen. So. Ja, wieder Geschichte. Und dann geht's endlich los hier mit der Bemalanleitung. So, und was nämlich hier auf jeden Fall schon mal wichtig ist zu erwähnen, das zeigen sie nämlich hier leider nicht, ist eine Grundierung für die Modelle. Und da zeige ich euch gleich nochmal, wenn ich hier gleich die Farben auspacke, zeige ich euch nochmal Alternativen oder ja, verschiedene Möglichkeiten der Grundierung. So, dann braucht ihr natürlich einen Pinsel, den ersten habt ihr hier dabei, dann ein Papiertuch und eventuell eine sogenannte, oder aus dem Papiertuch können wir uns eine sogenannte Nasspalette machen. Dann natürlich die Farben, ein Wassergefäß, wo man den Pinsel auswaschen kann. Und entsprechend natürlich auch das Magazin. So, dann natürlich wichtig, gut, dass es hier dabei steht, eine gute Lichtquelle. Ich zeige euch mal ebenso meine. So, dafür muss ich die Lampe bloß ausmachen. So, also schaut mal, ich habe jetzt hier so eine Lampe an so einem Teleskoparm. Ne? Seht ihr? Da. Die hat hier oben, kann man die ein- und ausschalten. Und hat hier auch eine Lupe dabei. Und da können wir hier die Figur, seht ihr, ne? Die Figur ist hier nur so klein, und die können wir hier über die Lupe, können wir die richtig groß machen. So, und die hat natürlich hier auf der Unterseite, ich mache es bloß mal hier so seitlich, damit es jetzt nicht gleich das Bild verblendet, hier so ein LED-Lichtring drin, hier in dem äußeren. So, und dann habe ich zusätzlich noch einmal hier so ein großes Licht, was ebenfalls über einen Teleskoparm hier bedienbar ist. Ne? Und parallel dazu noch, aber eigentlich mehr zum Video machen, ist da hinten dieses große LED-Panel, ne? Was mir quasi nochmal quasi aus der Richtung quasi nochmal Licht seitlich drauf strahlt, während ich hier mit dieser Lampe und dieser Lampe von oben leuchte. So, aber das nur mal so nebensächlich. Ihr könnt natürlich auch jede kleinere Tischlampe benutzen. Also, dann Wassergefäß, Grundausstattung, ne? Kann man hier eine alte Tasse nehmen oder einen alten Becher. Ich habe hier zum Beispiel so eine Schale, wo ich mir immer Wasser rein tue. Dann, die sind natürlich gut, weil sie hier von diesen Einstecklaschen hier so eine, da kann man einen Pinsel an der Seite ein bisschen mit ausbürsten. So, dann natürlich eine Palette um die Farben auszustreichen bzw. zu verdünnen. Da gibt es auch einen Tipp. Ich habe da, jetzt weiß ich bloß nicht, ach, da liegt es. Habe ich einmal hier,
Ne? Wenn ich hier zum Beispiel jetzt gerade nur mit den Speedpaints arbeite oder an anderen Modellen, also jetzt nicht Miniaturen, sondern großflächigere Modelle, dann mache ich mir einfach hier eine große Dosis Farbe drauf und kann dann hier jederzeit mit dem Wasser rangehen und das verdünnen, wenn ich es dann möchte. Als Nasspalette empfehle ich euch, nehmt hier von so einer alten Eisdose oder irgendwas ähnliches den Deckel, legt dann ein nasses Zewa drauf und auf dieses nasse Zewa legt ihr ein Stück Backpapier. Dann habt ihr eine wirklich super kostengünstige Nasspalette, weil das Backpapier saugt quasi die Farbe nicht auf, sondern es bleibt quasi wie so Lotus-Effekt, bleiben die Farben so als Tropfenform auf dem Papier liegen und ihr könnt perfekt quasi mit Wasser und Farbe miteinander mischen, ne? Ohne dass es da irgendwie groß Reibereien gibt. So, dann gibt es einmal, die bekommen wir aber alle über die ganze Sammelserie, Pinsel- und Texturenwerkzeug. Ihr habt jetzt hier einmal den Starter Brush, also den Basic-Pinsel. Dann gibt es, glaube ich, später in Ausgabe 8 gibt es, glaube ich, nochmal einen. Genau, zeige ich euch gleich nochmal in der Vorschau. In Ausgabe 8 gibt es da nochmal einen weißen Base-Pinsel. Dann gibt es einen Dry-Pinsel. Ein Dry-Pinsel ist quasi zum Trockenbürsten. Dann gibt es einen Layer-Pinsel. Den können wir zum Beispiel für Washes oder für die Layer-Farben zum Beispiel benutzen. Und dann ein Texturwerkzeug. Das ist quasi wie so ein ganz einfacher Plastikspatel, wo wir zum Beispiel so, kann ich euch mal zeigen, wo habe ich es? Irgendwo. Genau, gibt es nämlich später hier dieses Technical Astro Granite. Das ist quasi wie so eine Strukturpaste, die wir später auf die Base unten drauf machen können, dass wir quasi mit dem Wash später wie so eine Art Sand oder halt je nachdem, in welche Farbe ihr es nach dem Trocknen halt verwandelt, habt ihr quasi wie so eine kleine Struktur halt auf der Base drauf. Ne? Dafür braucht man später dann dieses Astro Granite. Das ist hier, glaube ich, von Citadel Couleur und natürlich zum Auftragen. Unter anderem, wenn ihr es benutzen wollt, dieses Texturwerkzeug. So, Malanleitung. Farben schütteln und öffnen. Für die Farben selbst empfehle ich euch, so kleine Stahlkugeln zu kaufen. Sowas hier. Die gibt es für teures Geld im Hobbyzubehör oder aber für wenig Geld im Drogeriemarkt. Der mit den zwei Buchstaben, wo mit D anfängt und mit M aufhört, für, ich glaube, 500 Kugeln für 3 Euro. Die sind natürlich ein bisschen kleiner als die, wo es zu kaufen gibt im Modellzubehör, aber dann tut er halt 3 Kugeln in einen so einen Becher rein. Und dann habt ihr diesen Aufschütteleffekt, den wir zum Beispiel, hört ihr das? Da sind jetzt Kugeln drin. Wenn wir das nicht machen, haben wir das Problem, dass wir das Farbpigment, gerade bei Metallfarben ist es immens wichtig, dass wir da mit Kugeln arbeiten. Oder aber es gibt auch so eine Aufschüttelmaschine, aber sowas habe ich nicht, noch nicht. Vielleicht kaufe ich mir das mal, aber eigentlich brauche ich es nicht. Dass das Pigment alles wie so ein ganz dicker Batzen oder Bodensatz hier unten am Boden des Bechers liegt und wir oben abgesetzt natürlich nur die Bindeflüssigkeit haben. Und wenn wir das jetzt einfach nur schütteln, gehen wir quasi einfach nur der Annahme, dass diese Flüssigkeit sich mit dem Pigment bindet und es dadurch löst. Wenn wir jetzt aber, ihr könnt natürlich, fällt mir gerade ein, auch rostfreie Muttern oder Unterlegscheiben oder sowas halt nehmen. Irgendwas, was halt rostfrei ist. Ne? Also Nirosta-Stahl zum Beispiel. Wenn wir jetzt was zum Aufschütteln drin haben, dann haben wir quasi schwere Gegenstände, die quasi wie in der Sprühdose, in der Farbsprühdose, quasi das Pigment richtig aufschlagen, also richtig dagegen schlagen und es lösen und quasi das Pigment einfach viel besser, um ein Vielfaches besser mit der Flüssigkeit miteinander verbinden und wir dann eine gut durchgemischte Farbe halt bekommen. Ne? So, dann ist hier was, das sehe ich gerade schon, das ist natürlich das erste, wenn wir nämlich den Schritt mit der Grundierung nicht machen, sieht das Ganze nämlich so aus wie hier in der Anleitung. Ich zeige euch das mal in der Nahaufnahme. Dann sieht es nämlich so aus, dass ihr nämlich zum Beispiel das Retributor Armor, die Basic-Farbe,
ihr auftragt und die natürlich erstmal wegläuft, weil sie gar keinen Grund hat zu haften. Weil wenn wir die Farben, zeige ich euch mal kurz, zum Beispiel, das ist jetzt aus der Ausgabe 1 eine Miniatur, die jetzt nicht grundiert ist. Ne? Ihr seht schon, die ist ziemlich glatt. Normalerweise müsste ich die jetzt einmal aufschmirgeln, damit die Farbe überhaupt irgendeine Chance hat, an dem Modell hängen zu bleiben. Das hier zum Beispiel ist weiß grundiert, also mit weißer Grundierung behaftet. Und beim Anfassen merkt man auch, dass es ist immens rauer. So, also das, die Grundierung, die Sprühgrundierung haftet hier auf dem Modell und ihr habt dann eine viel leichtere Chance, hier eure Farben direkt deckend auch aufzutragen. Ohne dass wir hier mit 5 Schichten verschiedener Farben das Ganze hier bemalen müssen. Und genau, wenn ihr dann zum Beispiel das Ganze dann noch mit verschiedenen Grundierungen macht oder mit verschiedenen Farben der Sprühgrundierung, dann kann man zum Beispiel das ganze Modell erst schwarz grundieren, dann grau und dann weiß. Und dann hat man quasi, wenn man das Ganze dann das Grau und das Weiß nur noch aus einer Richtung sprüht, hat man dann nachher noch so Helligkeitseffekte. Macht natürlich ja, nur bei hellen Farben halt Sinn, beziehungsweise so wie ich arbeite ja hier mit Speed Paints von Army Painter, dann macht das natürlich auch Sinn, dass man dann entsprechend durch die weißen Pigmentflecken natürlich die Lichteinstrahlung hat, während die dunklen Stellen unterseits des Modells dann entsprechend dann auch in demselben Farbton natürlich auch dunkler sind. So, aber das ist dann, wie gesagt, schon wieder... Ah, hier bei der Figur kann ich es zum Beispiel zeigen. So, schau, die ist komplett schwarz grundiert gewesen. Und ihr seht aber trotzdem, dass die Figur alles in einem Blauton angemalt ist, aber helle Farbtöne hat und dunkle Farbtöne. Jetzt hier gerade an dem Bein sieht man es gut, dass die da... Das ist nur durch diese weiße Sprühgrundierung und dunkel gehalten. Aber wie gesagt, das nur so als Nebensache. Das ist dann wieder Insiderwissen, wo man dann, oder fortgeschrittenes Wissen, wo man sich aber auch auf gut bekannten YouTube-Kanälen das Wissen dann holen kann. So, also, dann fangen wir hier mal an. Und zwar sollen wir als erstes die erste Figur bemalen. Genau, und da wird nämlich jetzt hier zum Beispiel, dass die als erstes das ganze Modell einmal in Retributor Armor malen, danach dann mit dem Blauton drüber gehen mit mehreren Schichten. Und wie gesagt, den Schritt kann man sich halt sparen, wenn man das halt direkt gleich mit Grundierung macht. So, und so würden die ersten Figuren bis zu diesem Schritt der ersten 4 Farben aussehen. Beziehungsweise dann auch die Moorpirscher. Ne, die sind dann halt alle grün und haben die ersten Metallic-Teile oder eisenfarbenen Teile in der Farbe Lead Belcher. So, dann gibt es hier nochmal einen Spielplan. Und dann noch die Vorschau auf die nächsten 2 Hefte. So, dann haben wir jetzt hier in der Ausgabe, was ist das jetzt, 5, ein erstes großes Bonusblatt, wo wir dann nochmal verschiedene Fraktionen sehen und dazu auch passende Miniaturen. Also hier zum Beispiel sind diese Einigkeitseinheiten mit so großen Sturmdrachen, während hier zum Beispiel die Oikos, ne, zu kleineren Einheiten oder vielen Nahkampfeinheiten, da ist dann auch ein großer, so, was wird das sein, so ein großer Aasgeier oder sowas, sieht zumindest so aus, und halt auch ja, düstere Monster in der Truppe, und dann hier nochmal ein größerer Blick auf die Inquisitoren. So, dann haben wir hier eine neue Einheit dabei, nämlich die erste Prätorin. Und nochmal Spielwürfel.
So, und da wir jetzt Farben haben, kommt jetzt natürlich immer automatisch die, die Bauanleitung als erstes. Und danach alle verfügbaren Farben, die wir in dieser Sammelserie erhalten haben, wie weit wir damit malen können. Und so sollte die Figur dann zum Schluss aussehen. So, dann nochmal Datenblätter, Spielplan und die Forscher. So, Ausgabe 6. Gibt es einen Bogen mit 10 Hopkrott-Schlitzern? Das sind, glaube ich, kleine Nahkampfeinheiten. Dann wieder Geschichte dazu. So sehen die dann aus, die Hopkrott-Schlitzer. So, auch hier wieder Malanleitung, Bauanleitung, Malanleitung. Spielplan und Vorschau. So, und dann noch die Ausgabe 7. So, da kommt noch zum Spielen ein Zoll-Lineal und zwei neue Farben. Nämlich das Korax White und Katachan Flash als Basic-Farben. Also es ist ein Weiß- und ein Braun-Ton. So, und jetzt können wir natürlich mit, durch das wir jetzt hier nur Farben drin haben, ist jetzt die Anleitung natürlich so aufgebaut, dass wir ja quasi nur mit diesen neu hinzugewonnenen Farben jetzt alle Modelle nachmal oder erweitern farblich, ne? Und ihr seht ja schon, dass jetzt hier bei den Orcas zum Beispiel überall die ganzen Ledertöne, also Brauntöne für die Holzsperre zum Beispiel oder die Waffen, die Standarte und natürlich auch der Lendenschutz, Lederschutz angemalt wird. Dann jetzt hier zum Beispiel bei den Sturmgeschmiedeten werden die wie heißen die eigentlich? Also einmal die Stiefelriemen und die Schwertscheide. So, genau. Mir ist der Name gerade nicht eingefallen. Die werden zum Beispiel lederfarben gemalt. Na, dann hier von der Einheit zum Beispiel die Haare werden braun gemacht. Beziehungsweise auch weiß wird hier viel gearbeitet. Ne? So, und damit sehen unsere Einheiten hier auch schon mal sehr viel ansehnlicher aus. Ja, dann die Erklärung zu dem Lineal, ein neuer Spielplan und damit die Vorschau auf die nächste Ausgabe oder die nächsten zwei Ausgaben der nächsten Lieferung, nämlich da gibt es einen Base M, Citadel Couleur, einen weißen Pinsel, zwei Figuren und dann die Vorschau auf die Ausgabe 9, da gibt es dann wieder zwei Einheiten, einmal die den Sumpfrufer-Schaman. So. So, Lieben, und damit sind wir auch schon wieder am Ende für diese Heftvorstellung. Ich habe jetzt hier mal noch die verschiedenen Grundierungen ausgesucht, die ich benutze. Also, wenn ich kleine Details habe, zum nochmal einen Primer drauf zu machen, dann nutze ich hier den von Vallejo Mecha Primer. Das ist ja so ein Schwarz, der aber so einen leichten Metallic-Effekt drin hat. Der ist perfekt zum Pinseln für kleine Stellen, falls man mal irgendwo was vergessen hat. Und zum allgemeinen Grundieren benutze ich hier diese drei. Also einmal Schwarz von Army Painter Color Primer. Also ich bin mit Preis-Leistung sehr zufrieden. Ne? Also die kosten weit weniger als die von Citadel und machen ein super geiles Ergebnis. Also ein richtig schönes mattes Schwarz. Ich kann das ja hier gerade mal zeigen. Also jetzt hier bei der Figur zum Beispiel, hier vorne das Schwert, hier oben der Schaft ist dieser schwarze Primer. Dann nutze ich für Metallteile,
habe ich hier, also ihr seht, den gibt es in wirklich sehr vielen Farben. Habe ich jetzt hier zum Beispiel einen Plate Metal Farbton, also der so an die Farbe Lead Belcher erinnert. Und dann nochmal für das, für diese Slapchop Technik, nochmal was ich vorhin angesprochen habe mit den verschiedenen Lichteffekten, nutze ich dann nochmal den weißen Primer nach dem schwarzen Primer. Also den abtrocknen lassen, dann die Figur quasi nur von oben mit Weiß besprühen. Dann bleibt ja quasi das Weiß oben und das Dunkle, das Schwarz unten. Ne? Und dadurch kann man dann die Lichteffekte drauf spielen. Aber wie gesagt, das ist, ich möchte mich da gar nicht zu sehr drin vertiefen, weil selbst ich bin noch Anfänger. Ich mach das jetzt auch erst, ja, noch nicht so lange. Genau, also dass ich euch jetzt hier professionelle Tipps geben könnte, da müsst ihr natürlich mal bei Diced reinschauen oder Paintomancery, also die machen da richtig sehr gute Tutorials zum Beispiel. Und ja, in dem Sinne bin ich dann natürlich jetzt wieder raus. Ich plapper schon wieder viel zu lang und ja, ihr kennt es ja von mir. Also, ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Sammeln der Hefte, beim Zusammenbohren, beim Bemalen und natürlich auch beim Bespielen. Also, macht's bis dann gut. Ciao. Also, was denn von DevMar Models. Ade.